Was geht ab, meine OZ-Fighter Hoser hier, und heute hat auf der globalen Version unser Boy Tekbirus nun endlich sein Extreme Z-Awaken bekommen und ich denke, viele von euch haben sich darüber gefreut, vor allem diejenigen, die LR-Virus haben, denn er ist ja wirklich ein sehr, sehr guter Partner für LR-Virus, aber nun selbst ist er jetzt nun stärker als je zuvor, Freunde, deswegen lasst uns ganz kurz die Informationen und Details nach seinem EZ uns anschauen, dann tun wir ihn natürlich noch showcasen, und zwar schauen wir hier auf unser Boy Tekbirus. Das Gute an ihm ist ja, er gehört zu den ersten Isei-Charakteren und zu den ersten Liedern, sag ich mal, oder zu den ersten Duran-Festival-Charakteren an sich. Und diese bekommen ja bis zu 7000er-Stats im Dupe-System. Bei mir ist auf 90%. Dementsprechend sind das seine Stats und die sind wirklich sehr, sehr gut. Außerdem seht ihr es ja, wie bereits, ich habe in Extreme Z Awaken. Nach seinem Extreme Z Awaken gibt er den Tech-Charakteren Ki plus 3 HP Attack und 90%. Mit seiner Ulti macht er immens Damage und verringert stark die Verteidigung des Gegners. Das sind 50% Debuff auf die Verteidigung des Gegners für 3 Runden. Seine Passive ist folgendermaßen, Freunde. Er hat auf den Angriff und auf die Verteidigung immer konstant 80% at Start of Turn. Aber nachdem er angegriffen wurde, bekommt er zusätzlich für 4 Runden weitere 40% auf seinen Angriff. Wenn diese 4 Runden vorbei sind, dann kann sich das natürlich wieder triggern. Zudem wird das Ganze separat kalkuliert. Dementsprechend kommt er auf einen Boost von bis zu 152% Angriff. Wenn ihr wissen wollt, wie das bei Charakteren ist, woher weiß ich das, warum sie separat kalkuliert werden, tralala. Das schaue ich auch auf Dokkan Battle Wiki nach, Freunde. In den Details steht das dran, wenn ich euch kurz zeigen darf, so ganz spontan. Mit Greenscreen Power. Dann steht das da einfach dran. Heißt, wenn euch sowas interessiert an sich, dann guckt ihr einfach am besten auf Dokkan Battle Wiki nach, geht auf den Charakter und schaut danach. Da steht das Ganze dran. Links haben wir Godly Power, Prodigy's Connoisseur, Innocence, Shocking Speed, Fierce Battle. Wenn alles getriggert ist und mit LR-Virus wird alles getriggert in der Runde, dann bekommt er durch die Linkskills 50% auf seinen Angriff, Ki plus 2 und 5% Heal. Ich habe in dem Dupe-System auf 20 Crit gebracht, 6 Additional Attack, würde auch jedem empfehlen, das so zu machen, komplett auf Crit zu gehen, den Rest auf Additional Attack. Katru ist der Dream of Gods und Movie Bosses und wie gesagt, in der Rotation mit LR-Virus. Es hat eine reine Eskalation. Mein LR-Virus hat an der Stelle auch einen Dupe, heißt, die werden wirklich sehr gut sein. Bei LR-Virus, er hat ja auch eine ähnliche Passive. Bei ihm sind das aber 5 Runden und er kommt auf 188% Angriff, weil das auch separat kalkuliert wird. Zudem wird bei LR-Virus dann auch alles getriggert, außer Legendary Power. Und wir werden die beiden erstmal in einer Rotation testen. In diesem Team, warum sieht das Team so komisch aus? Ich werde das Team benutzen für quasi, für das Extreme Z-Battle, damit wir mal da die letzte Runde zumindest sehen. Und danach, das wird viel interessanter, beide in einem Movie-Boss-Team zu sehen, beide in einer Rotation, weil beide linken sich wirklich sehr, sehr gut. Wir haben 2 super Rotationscharaktere dabei, 2 gute Supporter und haben mich echt drauf gespannt, wie die ganze, beziehungsweise wie das Ganze sich auswirken wird. Also es ist geil, also das Isei vom Virus ist wirklich geil gemacht worden. Und ich denke, wie gesagt, viele haben sich darüber gefreut, dass man endlich sein Isei bekommen hat. Ansonsten, Freunde, wenn euch das Ganze im Endeffekt gefällt, könnt ihr dem Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben. Ich habe das mit folgendem Team gemacht. Jetzt probieren wir mal einfach hier den Isei-Virus. Und zwar, wenn ihr, also Realm of Gods Charaktere sind sehr effektiv gegen das Event, gegen das Extreme Z-Battle von Tekbirus. Super Int und Extreme Int Charaktere haben natürlich einen Typenvorteil. Oh, wo ist jetzt der Tekbirus in Anrotation? Dann klatsche ich den mal raus. Die haben logischen Typenvorteil. Heißt, wenn ihr kein Dream of Gods Team habt, aber ihr euch ein Super Int oder Extreme Int Team bauen könnt, dann macht das und nimmt als Friend dennoch Uigoku, weil Uigoku gehört zu Dream of Gods Charakteren, aber er gibt auch, beziehungsweise gibt durch den Boost natürlich ganz klar Dream of Gods Charakteren einen Boost, aber er gibt auch Int Charakteren. Ki plus 3, 50% sind zwar wenig, aber ihr könnt dann trotzdem dennoch Uigoku auf jeden Fall als Friend nehmen. Wenn ihr zum Beispiel LR Vegito habt, nimmt LR Vegito als Leader, dann nimmt Zamasu rein, wenn ihr ihn habt. Ihr könnt auch Vegeta Blue mitnehmen, weil er gibt ja auch Potara oder Int-Charakteren einen Boost. Wäre halt gut, wenn in eurem Team viele Int-Charaktere vertreten sind. Und wenn sie dann zusätzlich in Realm of Gods sind, umso besser. Und als Friend könnt ihr dann trotzdem noch Uigoku mitnehmen. Weil, wie gesagt, Uigoku würde dann auch den Int-Boost geben. Und gewisse Charaktere, wie wenn ihr Zamasu habt zum Beispiel, würden dann auch den Realm of Gods Boost bekommen. Oder eben sehr effektiven Schaden machen, weil sie zu den Realm of Gods Charakteren gehören. Ihr seht es auch schon. Ja, ja, jetzt fehlen da ein bisschen Linkskills. Das ist richtig, weil Uigoku hat keinen Shocking Speed. Dementsprechend ist es schon wichtig, wenn man Virus mit dem richtigen Charakteren spielt. Also, beste Rotation mit ihm wird ganz klar sein, er und LR Virus und Wiz in einer Rotation. Das werden wir auch später gleich sehen in einem Movie-Boss-Team oder hier gleich, wenn sich die Rotation legt. Ansonsten, er hatte keine Super-Attack gehabt, oh gut, deswegen kam das nicht. Ich habe gedacht, hey, habe ich was verpasst, ich habe gar nichts auf dem Radar gesehen oder so. Das sehen wir dann in der nächsten Runde, dann seine Passive hat er ja, das wird für 4 Runden bleiben.
Es sei denn, die Charaktere hauen die Nummer, aber ich hoffe nicht. Ich werde darauf achten, dass er das Ganze überlebt, auf jeden Fall. Damit wir in der nächsten Runde dann sehen, wie das Ganze mit Beerus in der Rotation funktioniert. Das erstmal hier so zum Aufwärmen, sag ich mal. Und ja, weil in dem Movie-Boss-Team wird es dann wirklich gut. Und natürlich, wenn ihr Beerus spielen könnt, Whis als Supporter habt, nehmt Whis mit rein. Whis hat sich auch sehr gute Links mit ihm, ist ein Supporter, gibt den Key plus 2 noch hinzu. Key ist wichtig dann in dem Fall für LA Beerus und Whis. Sie haben an sich nur leider Shocking Speed in ihrem Kit. Und da merkt man schon, dass Key fehlen für die Ultra Super Attack. Aber wenn er auf die Ultra Super Attack kommt, umso besser. Und eben umso besser halt, wenn man dafür sorgt, wie gesagt, weil er dann sich auch noch so gut mit Tech-Virus linkt. Jetzt die Sache. Tech-Virus hat seine volle Passive schon. Es geht um Tech-Virus, deswegen mache ich das mal so. Weil ich glaube, LR-Virus würde ihn auch umhauen. Aber ihr seht schon, sie linken sich auf jeden Fall sehr gut. Schaut mal die Angriffssets an von beiden Charakteren. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und LR-Virus und Whis hat noch nicht seine komplette Passive. Er wurde nämlich noch nicht angegriffen. Und wenn mich alles täuscht. Aber Virus kommt auf 2,78 ohne Supporter. So rein aus der Rotation heraus. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Er hat nicht viel Schaden gemacht, logischerweise, weil er ist vom Tech-Typus. Wir sind im Extreme Z-Battle. Da machen jetzt nur noch In-Charaktere gut Schaden. Er bekommt auch viel Schaden. Bis mit LR-Virus. Das ist nicht die ganze Passive. 2,3. Da geht auf jeden Fall noch mehr mit dem Dupe. Auch kein Supporter drin. Der macht auch nicht so viel Schaden, weil wie gesagt, wir sind hier im Extreme Z-Battle. Da machen, wie ihr merkt, es In-Charaktere. Also ihr braucht auf jeden Fall in den letzten Stages In-Charaktere. Die regeln das. Alles andere wird ein bisschen problematisch. Außerhalb davon, Freunde, eine Sache noch zu Beerus gibt es zu wissen. Er hat ja auch eine Rage-Transformation. Das habe ich ja in der Passive gar nicht gesagt. Und zwar kann er sich ja noch in die Rage-Transformation, beziehungsweise kann er in den Rage-Modus gehen. Ich sag's mal so, wenn die HP... Wie viele waren es? 40% und runter sind, waren es, glaube ich, richtig. Wenn die HP 40% und runter fallen, dann geht er in den Rage-Modus. Das kann sich jetzt nach dem XEZA bis zu zweimal aktivieren. Und zwar, jetzt schauen wir mal hier, LR-Virus seinen Stat an mit Swiss Arm Supporter. Ah, Ultra Super Attack hat er leider nicht, egal, nicht schlimm. Ja, ja, nicht schlimm. Jetzt hat er aber auch seine komplette Passive. Ganz kurz, was kommt denn auf den Stat? Würde mich echt interessieren. Jetzt, achso, der greift auch erstmal an. Jetzt, ja, greifen Sie mal an, bitte an, danke, Job. 2,79, okay, das ist nicht die Ultra Super Attack, sehr schön. Rage-Modus, genau, ja, ich sag's am besten mal gleich, indem ich zu den Details gehe, beziehungsweise das kann ich gar nicht zeigen, das kann man ja nicht sehen. 2,2, sehr schön. Also die Rotation ist echt nice auf jeden Fall. Sehr cool. Genau, ganz kurz wegen dem Rage-Modus, wie gesagt, Beerus kann ja in den Rage-Modus gehen, Tag Beerus nach seinem EZA bis zu zweimal, wenn die HP 40% und drunter sind. Im Rage-Modus selbst ist für eine Runde, bekommt er keinen Schaden. Er hat aber dann drei Super-Attacks, beginnend von 1 bis 7 Key macht eine Super-Attack, die Super-Attack macht dann Supreme Damage. Die Super-Attacker von 8 bis 11 Key erhöht seinen Angriff stark für eine Runde und er macht Supreme Damage. Und mit der 12 Key in Rage-Modus macht er dann, das kann man leider bei diesen Charakteren nicht zeigen, so wie bei zum Beispiel bei den Transformation-Charakteren, wo man dann draufgehen kann und das in den Kartendetails zeigen kann, das geht leider nur hier. Also man sieht nur die Passive, dass er diesen Rage-Modus hat und mehr nicht. Aber die letzte Super-Attack, also die 12 Key im Rage-Modus, ist folgendermaßen. Er macht immens Damage und kann und stunt den Gegner, also garantiert. Er stunt den Gegner garantiert mit seiner 12 Key. Für zwei Runden. Wisst ihr, was das Problem ist? Das steht jetzt auch auf Dokkan Battle Wiki. Das ist mir oft aufgefallen, ich habe ihn auch auf JP. Das waren keine zwei Runden, das ist einfach ein Bug. Und dieser Bug wurde immer noch nicht gefixt. Eigentlich funktioniert das so, dieser Rage-Modus ist nur für eine Runde, aber wenn du dann, du hast drei Angriffe, du bekommst keinen Schaden, wenn du dann quasi die 12 Key im Rage-Modus machst, dann stunst du den Gegner garantiert für zwei Runden. Okay, logischerweise, die eine Runde vergeht, heißt, in der quasi gestunt ist, aber er ist dann in der nächsten noch gestunt, also eigentlich, nachdem der Rage-Modus offline geht und du dann quasi wieder normalen Virus hast, ist der Gegner eigentlich, sollte der Gegner eigentlich noch gestunt sein, also nach dem Rage-Modus, aber das wird er nicht. Und das war, ich dachte mir, hä, stimmt was nicht? Und ja, im Endeffekt stimmt was nicht, das wurde eben noch nicht gefixt, also wundert euch nicht, wenn ihr in den Rage-Modus geht und seine 12 Key macht, dass der Gegner in der nächsten Runde nicht gestunt ist. Keine Ahnung, was da so lang dauert, aber das wurde bis jetzt immer noch nicht gefixt. Jedenfalls, jetzt ist es interessant im Movie-Boss-Team. Alles klar, und ich bin im Dokkan-Event von Physisch Broly in der Hoffnung, dass sie mal eventuell auch in den Rage-Modus gehen können. Und die Sache ist jetzt folgendermaßen. Ihr seht schon, er braucht auf jeden Fall einen Charakter, der Shocking Speed hat. LR Broly hat das zum Beispiel nicht. Deswegen lassen wir ihn einfach mal hier gekonnt mit dem Boy. Aha, wir haben eh keine Orbs, ja, es hat es eh gegessen. Egal, LR Beerus kommt dann in diese Rotation hin. Das wird sehr gut sein auf jeden Fall. Wir wollen Beerus und LR Beerus in der Rotation halten. Die Rotation ist wirklich sehr, sehr geil. Für LR Beerus fehlt er trotzdem ein bisschen Key. An sich hat es ein bisschen schwer, auf die Ultra Super Deck zu kommen. Aber 2,38. Er hat hier nur Shocking Speed getriggert. Sehr schön.
Das ist gestört. Die Sache ist aber auch, man muss auch wissen, okay, beispielsweise mein Virus wurde jetzt angegriffen, für 4 Runden hat er jetzt seine Passive. Da muss ja, man muss darauf achten, wer wo wie zuerst einen Angriff bekommt von dem Virus. Entweder der Tech oder der LR-Virus, beziehungsweise ich muss das mir merken. Weil, wenn am Anfang der Runde jemand angreift, dann hat er es natürlich seine komplette Passive für diese Runde. Wenn erst nach meinem eigenen Angriff ich einen Angriff bekomme, zum Beispiel bei LR-Virus der Fall, was heißt bei LR-Virus, zum Beispiel jetzt der Fall, bei wenn ich den Golden Freezer in die Mitte setze, dann bekomme ich diese Passive erst danach. Aber deswegen, eigentlich, also worauf ich hinaus will im Endeffekt ist, wenn ich einen Angriff am Anfang der Runde bekomme, dann setze ich wahrscheinlich Tech-Virus ein, weil den seine Pass geht nur für 4 Runden. Und wenn LR-Virus quasi in der Runde noch einen Angriff bekommt, sodass er dann in der nächsten Runde seine Pass hat, dann passt das. Dann haben nämlich in einer Runde quasi beide Charaktere volle Passive. Und darauf bin ich gespannt, was wir dann sehen. Vor allem, wenn ein Supporter mit reinkommt. Beide Supporter, die ich mitgenommen habe, die geben Attack und F 30%. Beziehungsweise, sorry, Attack 30%. Aber Metal Cooler gibt also keine Defensive. Jedenfalls gibt Metal Cooler aber auch Key. Dieser Freezer auch, der Free-to-Play-Freezer für Movie-Bosses. Beide sind in Movie-Boss-Kategorie. Deswegen sind sie sehr, sehr gut. In diese Kategorie auf jeden Fall. Und genau so. Und es wäre auch nicht verkehrt, wenn man an sich LR-Virus in die Mitte stellt, weil er bekommt dann auch zusätzlich meine beiden Supporter oder auch an sich hier in diesem Team. Oder die Charaktere, die ich rein raus rotiere, die haben Shocking Speed, also würde er noch Shocking Speed bekommen, aber ihr merkt es auch selbst. Der braucht auf jeden Fall seine Strength Orbs, aber wenn er da mal eine Ultra Super Attack fliegt, 3,5. Seht ihr, was ein Support ändert? Und nicht nur Supporter, auch die Link-Skills. Seht ihr das? Denn so hat er seine ganzen Link-Skills getriggert und er kam auf 3,5. Unglaublich. 3,5 auf dem Radar. Legit, Tech-Virus, eigentlich nie gespielt. Man hatte ihn, dachte sich GG, nie hat man ihn wahrscheinlich gespielt, wo er auch wirklich Sinn macht, sag ich mal. Natürlich hat man ihn sicherlich mal hier und da gespielt, aber nach Design im EZA und ich, deswegen liebe ich EZA. Ich weiß nicht, wie ihr das steht, aber deswegen mag ich Extreme Z Awakens. Zum Beispiel Golden Freezer hat diese Woche auch seinen bekommen. Sein EZA ist auch richtig geil. Zu ihm kommt auch noch ein Showcase. Und was nach dem EZA mit den Charakteren passiert, ist übel geil einfach. Du spielst jetzt Tech-Virus mit LR-Virus in der Rotation. Zum Beispiel Movie Boss und Realm of Gods. Das ist eine richtig geile Rotation. Achtet drauf, wie gesagt, dass ihr gute Supporter habt, die auf jeden Fall Key geben. Wäre wichtig für LR-Virus. Aber ansonsten passt das eigentlich total easy. Wisst ihr, was ich meine? Geil, richtig geil. Und eine andere Rotation in meinem Movie Boss, die meinte ich dann quasi LR Broly und Physisch Broly, auch eine geile Rotation auf jeden Fall. Aber mein Movieboss-Team gefällt mir richtig gerade, keine Ahnung. Ich habe immer so Phasen, mal gefällt mein Team, das spiele ich dann häufiger. Hängt auch davon ab, was gerade abgeht. So, jetzt ist EZA Virus am Start, jetzt spiele ich gerne natürlich Movieboss-Team oder an sich Virus halt. Oder die Rotation, deswegen, boah, okay, der Broly ist ja auch total am Eskalieren. Deswegen einfach nur geil auf jeden Fall. Richtig geil. So, jetzt ist Broly hier in die Rotation leider gekommen, nicht schlimm. Also wir haben keinen Supporter, aber ja, wirklich nicht schlimm. Ich glaube, von meinem LR-Virus, die Pass ist noch nicht getriggert. Aber es geht ja hier um Tech-Virus. Ich setze mein Tech-Virus wieder ganz nach links. Vielleicht kommen wir auch in Rage-Modus. LR-Virus bekommt auch gute Orbs. Okay, sehr schön. Ne, der hat seine ganze Pass nicht, glaube ich. Aber ich weiß, könnte sein, ich habe letzte Runde nicht aufgepasst. Irgendwie. Ja, weil so schon ist es, da konzentriere ich mich eigentlich drum, sozusagen. Und das Wichtigste zu sagen: 3 Millionen, okay, nice. Ohne Support, ja. Ja, merke ich schon. So, das Wichtigste zu sagen auf jeden Fall. Und da tippe ich einfach nur auf Orbs und so. Und ich hoffe einfach, dass es so passt, mehr oder weniger. Und dann vergesse ich auch, oder ich zähle nicht mit, wann, wo, wie, ist was getriggert und so. Deswegen tut mir leid, aber ihr seht schon, die Rotation ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ja, Freunde, lasst mich am Ende noch ein, zwei Szenarien vielleicht zeigen, wie das Ganze so, ja, mir kam so vor, als hätte man nicht so viel gesehen. Wir haben ihn relativ schnell besiegt. 3,57 genau ist so das, was bei mir geht. Hätte ich Thales Argel, wird auf jeden Fall noch mehr gehen. Dann würde ich auch gerne LR-Virus mal zeigen, wie er sich so macht und dann auch den Rage-Modus. Gut, dann gucken wir uns mal das hier an. Ich glaube, die werden in dieser Runde auf jeden Fall Metal Cooler rausnehmen. Von beiden ist die Pass aktiviert, sowohl von Tech-Virus als auch von LR-Virus. LR-Virus hat zwar seine Ultra-Super-Attack, aber keine 24 Key, 3,57, okay, nice. Puh, am besten Crit wäre der weg. Und LR-Virus, unser Boy, kommt auf 4,3. Auf 24 Key geht er auf jeden Fall noch mehr, das will ich auf jeden Fall noch sehen. Und zum Abschluss dann noch den Rage-Modus, dann wäre es das, glaube ich, für heute. Oh, nice, nice, nice. So, jetzt aber, jetzt bin ich auch auf LR-Virus gespannt. Ich habe mir auch mit Items ausgeholfen wegen dem 24-Key. Jedenfalls, ich will einfach nur... Oh, er hat jetzt schon 821.000 Angriff. Was gleich auf dem Radar stehen wird, will ich gar nicht wissen. Wenn es ein Crit ist, ist er raus.
Oh, ja, auf LL Virus bin ich gespannt. Der hat einen Dupe, wie gesagt, alle Linkskills getriggert außer Legendary Power mit 30% Support Aspekt von Golden Freezer. Würde ein Ticken besser gehen mit Thales, hab ihn leider nicht. 4,97. Also die 5. Und der hat einen Dupe. Krass, LL Virus. Das Ding ist so geil. Also die LL Virus haben und nun jetzt auch Tech Izay Virus. Spielt sie auf jeden Fall zusammen, Freunde, in ein Team. Ihr seht, die sind wirklich beide sehr, sehr gut. Absolut geile Rotation. Wenn ihr dann noch richtige Supporter mit reinnehmt, die sie quasi mit Key versorgen, Angriff und Verteidigung. Der hat seine, das ist nicht seine komplette Passive. Der wurde quasi nicht angegriffen, beziehungsweise ist ja die Pass abgelaufen. Aber trotzdem funktioniert das noch. Am Ende lasst uns dann noch quasi den Rage-Modus anschauen. So, jetzt, Freunde, jetzt. Halleluja. Ich muss gerade selbst gucken, okay, triggert das endlich, triggert das nicht. Jetzt hat es getriggert, Freunde. War ein bisschen lang gedauert. Aber, wie gesagt, 12 Key sollte eigentlich, ich mache mal nur bei dem ersten die 12 Key, die anderen sollen ruhig ein bisschen langsam machen. Die 12 Key stunt den Gegner auf jeden Fall. Eigentlich sollte quasi, nachdem wir diesen Rage-Modus verlassen, cooler danach immer noch gestunt sein, aber... Es ist eigentlich immer noch ein Bug. Und ich weiß nicht, wann das gefixt wird. Jedenfalls im Rage-Modus bekommen wir keinen Schaden für eine Runde. Wir machen aber Schaden. Ihr habt gesehen, er ist gestunt. Und das ist wirklich sehr, sehr gut für beispielsweise Super Battle Road. Wenn wir da auf 40% und runterfallen, das kann ich bis zu zweimal aktivieren pro Kampf. Dann ist es nur einfach zu unserem Gunsten. Und ich hoffe, die bekommen das dann mal gefixt mit dem Stun. Weil cooler ist jetzt, ihr werdet es gleich sehen, nicht mehr gestunt. Es sei denn, auf Global wurde das schon direkt gefixt. Auf JP ist es meines Wissens nach immer noch nicht gefixt. Ja, seht ihr? Eigentlich steht nämlich im Ratio-Modus in der Beschreibung. In der Beschreibung steht das nicht. Also im Spiel selbst steht das nicht. Aber so wie es auf Dokkan Battle Wiki ist, so wie es in den Daten eigentlich ist, mit den Buffs, Debuffs, da steht leider nicht dran, wie viel Prozent das ist und so im Spiel selbst. Sondern das kann ich dann quasi, oder das wisst ihr dann auch eben auch aus externen Seiten. Eigentlich sollte das dann, wie gesagt, für zwei Runden sein. In dem Fall wurde das immer noch nicht gefixt. Ist wirklich schade, weil sonst wäre dieser Ratio-Modus wirklich gut. Denn cooler wäre in dieser Runde eigentlich noch gestunt. Naja, ob so oder so, Freunde, wer ist das eigentlich zu dem ganzen Schock ist, zum EZA von Tech Virus? Ihr könnt mich gerne wissen, was ihr von ihm haltet. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr das auf jeden Fall gerne Like geben. Da wollte ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja, ihr wisst, wie das Ganze läuft. Jedenfalls, Freunde, ja, vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back.